Schaubs Botten. Let's go! Damit richtig viele Probleme. Junge, siehst du aus? Hallo Leute, willkommen auf Vitalis Kanal. Heute sind wir hier in einer Ausstellung von Freunden von uns. Kommt mit! So ist das Ding ja an oder was? Oder wie, oder was? Er ist an, wa? Meine Freunde machen Kunst. Und heute ist die Ausstellung meines sehr verehrten Kumpels Felix Schauwecker. Aber im Volksmund genannt Schaui. Er macht seit einiger Zeit seine eigene Kunst, stellt sie online und dafür respektiere, bewundere ich ihn sehr. Denn jeder Mensch, der ein inneres, kreatives Verlangen hat, irgendwas zu kreieren, muss erstmal den Pinsel, das Mikrofon, den Notizblock, die Kamera, das oder was auch immer in die Hand nehmen und gegebenenfalls auch möglicherweise zu scheitern. Noch schwieriger, wie ich finde. Oh, da seid ihr. Ist es, das Ganze online zu stellen und sich diesen bösen Stimmen im Internet einfach entgegenzustellen, weil... Und was es heißt, ein Künstler zu sein, werde ich ihn deshalb heute fragen. Ey, zurück, ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen werde, weil das ist auch ein mäßiger Vernissage, ne? Man muss da ja auch ein bisschen angezogen sein, nicht wie so ein Dorftrottel, sondern ein Stadttrottel. Also das ist mein dorftrotteliges Outfit. Ja, und wir brauchen, was Kunst angemessen ist. Staub, 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 Breakdance. Ich habe eine Tanktop, dann habe ich hier so eine sexy Hose. Das wäre wirklich so perfekt, wenn die Hose passen würde, weil ich habe die gekauft, da war ich noch ein bisschen, sagen wir mal, dünner um die Hüfte herum. Es drückt und das mag ich nicht. Oh je. Und die Schuhe meiner Wahl sind diese. Schaubs Botten, grüne Augen, braune Locken. Spaß. Diese geilen Dinger hier, was ist los, Alter? Was ist los? Oder das Outfit? Aber ich habe gesehen, hier ist so... Keine Ahnung, was das für ein Senf hier ist. Junge, Junge. Hoch, weil ich auf den so... Tierns rocken, halbe Kiste, wenn wir shoppen. Das Beste ist, dieser Schuh liegt hier halt die ganze Zeit noch und Alter, wenn man einfach jetzt dicke, dicke Spiegeleier hätte, könnte man einfach diesen Schuh reinhauen, Alter. Nee. Dazu passt irgendwie mehr eine Jeans eigentlich. Digga, ich hab da was. Ich hab da was. Du warst dann halt nicht mehr so anzügig, ne? Anzugmäßig. Okay, die Fragen, die ich meinem Kollegen stellen werde. Wann ist man ein Künstler? Wo hast du das erste Mal Kunst gemacht? Dritte Frage wird sein, woher hast du den Mut, das auszustellen? Weil ich als YouTuber weiß ganz genau, dass es ein bisschen anstrengend ist, Videos hochzuladen. Vor allem, wenn man selber nicht ganz zufrieden damit ist und so. Weil man zum Beispiel in diesen Daily Vlogs, die ich gemacht habe, ich hatte nicht so viel Zeit zum Schneiden, weil täglich ein Video hochkommen musste. Und ich hatte schon Bock, eigentlich ein gutes Video zu machen. Also ein bisschen aufwendigeres Video. Und musste einfach hochgeladen werden, auch wenn man noch andere Ideen hatte. So mach ich das. Ja, okay, Outfit steht, aber eigentlich muss ich jetzt erstmal zum Sport. Tschüss. Und erstmal sollte ich diese Mayonnaise hier immer wegmachen. Genau, was das für Mayonnaise ist. Ah, das war ich Künstler-Kontext heute. Das ist Farbe, weil... Ah! Zieht euch mal rein, was ich mir als Post-Workout reinziehe. Gebt euch mal einfach feinste spanische Serrano-Schinken. Boah. Hey! Ich esse noch ein Stück, weil ich esse das zu schnell. Und das ist so geil, das muss man genießen. Da muss man sich richtig Zeit für nehmen. Stattdessen mache ich jetzt mir einfach einen Eiweißshake. Aber nicht einen Eiweißshake. Sondern einen Eiweißshake. So, jetzt. Construction. Dann hier, Eiweißpulver und so. Ich bin auch Künstler. Einfach 1,5 Liter Wasser weggezaubert. Junge, siehst du aus? Oh mein Gott. So, wir sind fertig. Und die Haare müssen halt noch ein bisschen geflaggt werden, weil das sieht mir eher so nach Gestrüpp aus. Ja, cool. Kann man so machen. Vertraut mir, Spucke, das Allerbeste für die Haare. Ja, ich wusste.
Alter, mein Handy ist mir gerade so hingefallen. Der Spaß ist fast kaputt gegangen. Mein Handy fällt oft hin, aber diesmal dachte ich mir, jetzt wirklich kaputt. Also wäre auch verdient gewesen, einfach auf einer Mülltonne abgelegt. Junge, was ist los mit mir? Ohne Hülle, ohne Folie. Bist du deppert, Junge? Militärer Club, dieser Künstler. So, der Eingang ist ja woanders. Hi. Du warst nicht früher bei McFit auch? Ja. Ja, hi. Das ist lang her, ich war noch sehr klein und so. Das ist die Künstler-Eintrittskarte. Geh mal rein. So, ich bin jetzt da und auf jeden Fall ganz lustige Eindrücke hier alles. Und hinter mir sieht man auch schon, hier wird gleich einfach ein Auto angemalt. Früher habe ich mich am Wochenende geprügelt, jetzt gehe ich auf Kunstausstellungen. Da ist Felix im Kennenlerngespräch und ich präsentiere jetzt Felix Kunst und die sieht schon echt eindrucksvoll aus. Würde ich mir so alles genauso in der Konstellation auch zu Hause aufhängen. Und ich glaube am besten, ich kenne ja Felix ein bisschen länger jetzt und am besten erklärt man sein inneres Wesen mit fetten Gunshots. Und deswegen lade ich jetzt auf. Jetzt geht's ab. Hey Bro, kannst du mal halten? Muss ich nur halten? Ja, ich bin jetzt hier mit Felix Schauwecker. Fünf Runden Sparring, genau, mit Ringlife. Und zwar meine erste Frage an dich ist, wann ist man ein Künstler oder eine Künstlerin? Wenn man sich selber, seine Emotionen und seinem eigenen Wesen einfach Raum gibt und sich auslebt und einfach Mut zur Individualität hat. Okay, hast du selber eine schöne Überleitung gebastelt? Und zwar, wie hast du diesen inneren Drang, der die ganze Zeit Kreativität ausleben wollte, mal zu Papier gebracht, zu einer Leinwand gebracht? Wie hast du dein erstes Werk geschaffen? Also bei mir ist das immer viel Experimentieren mit vielen verschiedenen Farben, Materialien und so. Und ich glaube, das ist es einfach. Immer weitermachen, Trial and Error mäßig, sich weiterentwickeln mit dem, was man macht. Und ich glaube, das zählt nicht nur für meine Sachen, sondern mit allem so ein bisschen, dass man einfach konstant experimentiert, neue Sachen ausprobiert und Stück für Stück immer weiter dahin kommt, was eigentlich der Kern der eigenen Person ist. Aber unser Kumpel hat mich mal gefragt, Vitali, wo findest du diesen Mut, einfach irgendwas abzuladen? Frage ich mich, wie schaffst du es, dich hier hinzustellen und vor so vielen Leuten einfach deine Kunst zu präsentieren? Weil ich hätte damit richtig viele Probleme. Woher nimmst du den Mut, genau, einfach hier zu stehen? Also ich sag mal, jetzt, wo ich hier stehe, fällt mir das leicht. Weil was mir Kopfschmerzen macht, ist so die ganze Logistik mit hinbringen, aufbauen, gucken, dass alles richtig hängt. Aber wenn ich mit einem Werk fertig bin, dann habe ich, meistens gefällt es mir im ersten Moment nicht so 10 von 10 gut. Aber wenn ich es dann mir immer wieder angucke, dann wächst einfach aus meinem eigenen Gefühl, von meinem eigenen Stolz und aus der Überzeugung für das, was ich gemacht habe, eine unfassbare Sicherheit, dass ich denke, geil, das, was ich hier stehe oder hängen habe, das repräsentiert mich. Ich bin stolz darauf und ich bin überzeugt davon, dass das also du hast Leute so begeistert, wie mich das selber auch begeistert, wenn ich es mir angucke. Nein, einfach ein Künstler. Hast du schon also auch so unangenehme Fragen hier? Also so, oder Fragen, wo du dich irgendwie ein bisschen links blinken, rechts nippeln? Also, wenn du dich für Kunst interessierst, dann will ein Künstler nicht die Frage hören, was ist die Message? Der Künstler will von dir hören, was du da drin siehst und was es mit dir emotional macht. Also das ist eine Frage, die bekomme ich ungerne, weil man dann immer mit irgendeiner Geschichte um die Ecke kommen muss, die sich irgendwie toll anhören soll. Beziehungsweise viel lieber beantworte ich die Fragen zu meiner Technik, zu meiner Inspiration. Ja. Im Endeffekt war es ja nur ein Gefühl, also so, ne? Genau, also aus dem Gefühl heraus, es gibt keine menschlichen Gefühle. So, mehr, dass ich meine eigenen Individualität und Kreativität freien Lauf lasse, darüber sich einfach Kunstwerke entwickeln, für sich sprechen. Ja, check studio.schauwecker, richtig? Wir machen das unten richtig. Studio.schauwecker auf Instagram ab, was ist los? Danke Leo, hast du gut gemacht. Das ist Kunst. 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 Das ist Kunst. Das ist Kunst. Kunst. Das ist Kunst. 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 Das ist Kunst. 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 Also wie ihr merkt, ziemlich viel Kunst hier auf einer Kunstausstellung, ja. Okay, Vitali.
Himmel ist blau, wa? Das ist crazy, weil das ist der erste Ort so richtig, wo ich nicht dumm angeguckt werde, dass ich eine Kamera dabei habe und filme. Also man kann sagen, ja, die Avantgarde, die Entourage, der Kreativität. Nein, die Leute gucken nur, weil ich ein geiles Outfit habe. Mehrere Komplimente bekommen von auch gut gekleideten Männern. Das sind die besten Komplimente. Ja gut, also Felix ist ziemlich involviert in seine Kennenlerngespräche und Kunst ist teuer. Ich spreche von 300 bis ein paar tausend und ja, dann gehe ich jetzt mal wieder rein, ne? Und zwar wurde auch schon ein Gemälde verkauft, Pacifico, Felix Schauwecker, 30x40, Texturpaste. Also wenn das nicht Pacifico ist, dann weiß ich auch nicht, Alter. Spritzer, seht ihr die Spritzer an seinen Füßen? Das bedeutet es, Künstler zu sein. Immer ein bisschen Mayonnaise-Fleck auf den Klamotten. Ich war so lange in diesem einen Raum, dass ich vergessen habe, dass es hier noch einen anderen Raum gibt. Ich fass es nicht, Junge, ist das hier cool irgendwie auch. Wir müssen jetzt hier hin. Kalle, wir müssen jetzt gehen. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt. Ich schmiss ein paar 02er weg. Wow. Hallo Leute, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Ich hoffe schon. Ja, bitte, was steht denn an? Erzähl mal. Also wir gehen jetzt weiter, weil die Vernissage ist vorbei, die Renaissance, die französische Vernissage. Und wir haben jetzt 10 vor 11. Wir gehen jetzt weiter, 11 Uhr ist Schluss, deswegen. Und jetzt geht die Party erst ab. Da machen wir noch ein paar Partysequenzen. Jo, wir sind raus aus der Vernissage. Jetzt ziehen wir aber noch weiter. Der Abend ist nämlich noch jung und wir haben großen Durst. Sagt uns ehrenlos. Also da ist Tizians Freundin und da sind Tizians Freunde. Manchmal muss man sich entscheiden im Leben. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Der ganze Vanny-Marathon hat ein Ende und jetzt haben wir hier ein Juni-Angebot vom Nimet Grill am Klodurchplatz entdeckt. Und wir werfen jetzt eine Münze, wer zahlen muss. Woher hast du eine Münze? Ich will den Spaß noch daran haben. Ich bin der Adler. Wenn der Adler oben liegt, dann bezahle ich, okay? Wenn die Zahl oben liegt, bezahle ich? Wenn die Zahl oben liegt, bezahlst du, okay? Ja, okay. Jakob, warte mal kurz. Ich hasse dieses Spiel. Und damit klinke ich mich aus. Abonnieren, kommentieren und euren verdammt nochmal Crush markieren. Schaut euch mal dieses Piece of Beauty an. Und damit meine ich nicht meine Freundin, sondern diesen Kebab.